So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr seht richtig. Aber ich habe sie nicht bekommen. Ein Bekannter kam gerade und hat sie mir mitgebracht. Die Lego Ninjago Serie 2. Aber leider nur 5 Stück. Bei uns gibt es die absolut gar nicht. Entweder immer ausverkauft oder nicht lieferbar oder. Könnt ihr mir ja mal schreiben, ob es die bei euch gibt oder ob ihr auch Schwierigkeiten habt, an die Lego Ninjago Serie 2 dran zu kommen. Aber nichtsdestotrotz werde ich sie jetzt mal aufmachen, weil ich ja wohl meine Sammelmappe vollständig kriegen. Und natürlich euch präsentieren, was für Kartenmotive ich finde. Fangen wir jetzt direkt mal an. Ups, doch die Schere daneben. Und wirklich, schreibt mir das mal in die Kommentare. Bei mir ist es wirklich absolut ganz schwierig, dran zu kommen. Jeder Einzelhändler oder Zeitschriftendealer beschweren sich schon. Oh, immer wieder nicht lieferbar und. Aber jetzt wollen wir uns mal die Karten genießen. Ah, Puzzleteil. Und wie gesagt, alles andere natürlich postet oder kommentiert mir auch, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet, ob ihr sie selber sammelt. Ihr wisst ja, hier könnt ihr und hier sollt ihr alles posten oder kommentieren über diese Serie. Die Serie 2. Oder wie ich mal sage, mit den roten Rahmen. Oh, 2 Glitzerkarten. Da ist da wieder eine Ultra mit bei. Das ist schon mal richtig gut. Hoffentlich auch Karten, die ich noch nicht habe. Und jetzt kommt's. Ja. Weiß ich gar nicht. Gut aussehen, tut sie gut. Und ob ich sie habe, muss ich gleich mal sofort einordnen, nachschauen. Aber die gefällt mir schon mal. Wie gesagt, und ihr schreibt mir, wie vollständig eure Sammelmappe ist, wenn ihr sie sammelt. Nur eine. Das ist mal ein interessantes Motiv. Oh, das gefällt mir auch sehr gut. Ja, das gefällt mir. Und bei wem die auch schwer zu bestellen gibt, ich werde natürlich immer unter ein Video versuchen zu verlinken, wo ihr sie sicher und bequem bestellen könnt. Da habe ich mir nämlich jetzt auch die beiden Tindosen bestellt. Werde ich natürlich dann auch hier unboxen. Aber das dauert was, bis sie hier ankommen. Weil ich war es leid, überall zu suchen. Deswegen habe ich mir die Tindosen bestellt. Werde sie hier unboxen, was da drinne ist, sein kann. Und wo ihr die Lego Ninjago Serie 2 sicher und bequem bestellen könnt, werde ich dann natürlich unter dem Video verlinken. Aber die Links sind ja meistens unter alle meine Videos. Wenn sie nicht drunter sind, dann schreibt mich an. Und das ist es jetzt nun leider schon. Das letzte Lego Ninjago Serie 2 Booster, was in meinem Besitz ist. Natürlich schade, dass bei uns im Moment so Lieferschwierigkeiten sind. Aber deswegen fange ich jetzt auch an, sie zu bestellen. Und, oh, wieder 2 Glitzerkarten. Das ist schon mal perfekt, dass ich euch noch eine Ultra präsentieren kann. Das ist auch ein interessantes Motiv. Puzzleteil. Und die letzte Ultra. Will ich es natürlich spannender machen. Hier ist sie nun, meine letzte Karte, gleichzeitig eine Ultra. Und das ist, ups, habe ich aber leider schon.
Aber nichtsdestotrotz, ihr kommentiert mir, ob ihr sie sammelt, wie vollständig eure Sammelmappe ist. Ich versuche unter dem Video zu verlinken, wo ihr sie sicher und bequem bestellen könnt. Das war es jetzt leider schon wieder von Lego Ninjago Serie 2. Ich werde natürlich immer wieder weitere Unboxing machen, wenn ich an die Karten komme oder wenn meine Bestellung da ist, die Tindosen. Ansonsten war es das mal wieder und sage wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.